Geisel und Chalet. Ach, ich habe jetzt schon insgeheim gehofft, dass wir Favela wieder spielen. Keine Ahnung, ob die Karte wieder drin ist, aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Geisel schön blenden, dann nehme ich Ying. Oh, wir könnten wieder Kessel spielen. Weil Geisel. Seitenwinder, genau. So muss das. Oh. Wir haben insgesamt 12-mal Sprengladung. Explosive Sache. Und noch Sophia mit ihrem schießenden Anker. Esch haben wir ja auch noch. Und Hammermann, also Pappwände sind für uns gewiss nicht sicher. Hey, Kamera. Moment, ist doch auf unserem Erdgeschoss, auf unserer Erdgeschossebene. Dann doch unten. Oben. Das ist aber ungünstig. Genau, weil da ein Störsinn dann doch nicht stehen wird. Naja. Ich glaube schon. 10 Sekunden bis Einsatz. Entschuldigung. Es waren eigentlich gar nicht so viele Knöpfe. Rettungsversuch kann beginnen. Geisel finden und sichern. Ne, schon kaputt getwitcht? Wir haben gar nicht Twitch. Wechsle Magazine! Richtig. So, hier oben soll ein Störsender stehen. Hey, da ist ein Kopf. Na, jetzt versteckt er sich. Immerhin aus diesem Kackstörsender raus, aber na, da ist jemand. Jawohl, noch markiert, wie das denn? Hallo Ella. Da markiert noch jemand anderes. Zum Glück war ich noch bei der Kamera, das habe ich nämlich schon vermutet. Ella ist jetzt abgelenkt und der bei uns in der Kamera weiß, ich glaube, das ist Sophia. Ich hoffe, es ist Sophia. Könnte Ella jetzt erwischen. Ella lebt noch. Jetzt sterben hier ganz andere. Oh, was ist denn jetzt los? Die war nicht ohne Grund oben. Ach, Yokai haben sie auch noch. Moment, krieg dich noch. Die werden hier oben sein. Die haben nicht ohne Grund oben zugemacht. Oh, hier ist ein Störsender. Hier ist auch jemand in der Nähe. Hätte ins Auge gehen können. Oh, oh. Fenster hinter uns könnten sie noch benutzen. Oh, C4. Zünde doch. Ist hier offen? Nö, gut. Die wissen ganz genau, dass wir hier sind. Ja, genau. Letzter verbleibender Mitspieler. Eigener Druck getötet. Lebt noch und den wollt ihr rausschmeißen. Ja, klar. Wo ist er denn da? Na, behalt den schon mal. Der ist gar nicht verkehrt bei Geisel. Den ganzen Raum mit den Minen zu pflastern. Das kann nicht schaden. Wobei,
Wenn die Geisel rausschleppen und die dann vielleicht auf halber Strecke liegen bleibt, weil der, der mit der Geisel rausrennt, stirbt und die Geisel gerade in so eine Mine fällt und schon sehr angeschlagen ist, dann könnte das auch für uns nach hinten losgehen. Wie gesagt, könnte. Heute haben wir gerade kein Fenster hier. Bin ich mal Kessel und dann das. Mache ich auf jeden Fall oben beim Hauptschlafzimmer zu. Der Boden ist verstärkt. Dann können wir aber die zumindest eine Tür zumachen, die vom Kaminzimmer kommt. Noch. Mobilen Schild haben wir auch noch. Noch 5 Sekunden. Türbarrikade errichtet! Die Position der Geisel ist. Auf ihren Westen schnell bevor. Auch in der Küche auch noch. Ich fasse es nicht, da wo die jetzt gleich hingehen können. Oh nein. Echt blöde Idee. Muss man in den Gang stellen, den Mattensack. Natürlich ist jetzt schon eine Außenkamera kaputt. Mann. Auch wenn man hier nur sehr schwierig was identifizieren, markieren kann, dann auch blöd. Hab bei dem Fenster wieder mit Schlimmerem gerechnet. Schild steht! Kann ich jetzt so eine Kesselmatte davor legen? Das wäre nicht verkehrt. Vielleicht rollt die den Gegner dann ein, wenn hier jemand ankommt und drauf tritt. Das wäre doch cool. Das finde ich gut für den, der da gerade hinten rumkreucht, aber hey. Eingang abgesperrt! Muss er sich halt aufmachen. Er ist eh tot. Ach, Vigil haben wir auch noch. Dürfte aber Kontaktgranaten haben. Aber ja, habt ihr das gesehen? Er hat auf mich geschossen. Oh Mann. Jetzt sterben wir auch noch, dann wäre es die Krönung. Komm, Ella, aufstehen. Zum Glück hat gerade keiner am Küchenfenster geguckt. Der ist immer noch hier hinten. Ich weiß. Oh, noch jemand. Termit haben sie auch noch. Tja, der Schild steht blöd, ne? Der Teamkollege was Gutes gemacht. Ich warte, bis es drüber springt, weil dann ist es eine Animation, dann ist es eigentlich erstmal etwas hilflos. Ich gehe jetzt nicht so weit vor, dass ich da jemanden sehen kann. Gott, der stirbt. Gibt's. Ach, jetzt kommt er von hinten an. Scheiße. Geisel von Gegnern gefasst. Jetzt eine Kapkamine latschen. Ist dann Kapkan schuld, weil er die Geisel umgebracht hat? Oder der, der die Geisel dort reingetan hat in die Kapkamine? Super, Ella. Ella haben wir wiederbelebt und Ella macht das Ding für uns klar. Also alles richtig gemacht. Ich glaube, es hackt. Ah, gut. Musste gar nichts machen. Stimmt, bei dieser Überblende verschwindet die Abstimmung ja. Tja, Sophie hätte ich jetzt ganz gerne genommen, aber ich glaube, ich gebe nochmal Ying eine Chance. Andersherum müsste es eigentlich eher heißen, hoffentlich gibt sie mir noch eine Chance. Schon mal wieder 9-mal Sprengladung. Wird es noch mehr? Nee,
bekanntes Gekräusel bei Glass. Ich darf nicht vergessen, bei Frau Frost mal den Laser abzumachen. Wer hat den denn draufgepackt? Ich glaube, ich, als ich mal alle Aufsätze gekauft habe und dann habe ich vergessen, den wieder runterzumachen. Ich glaube, so war das bestimmt. Auch Küche wie wir? Ne, klingt wie eher weiter oben. Hm. Dann gehen wir aber die Treppe hier hoch. Wartet hier jemand? Moment, wenn der hier runterflitzt, dann... Nee. Nein, 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 Ella. Aber das war blöd, das Springen, ich weiß, aber hey, hab überlebt. 10 Sekunden. Wieder ist die Geisel nicht entdeckt worden. Ah, die wird oben sein, schätze ich wieder. Position der Geisel ist unbekannt. Einsatz trotzdem freigegeben. Nein. Kamera hören sie ja so oder so, insofern. Ah, eine Ella-Mine, interessant. Hier nicht, dann wieder Bibliothek. Oh, oh, verletzt. Ich muss durch, Geisel gucken. Na, ich bin zu linear gefahren, da war Treffen einfach. Bibliothek, okay. Gucken, wie lange es noch lebt. Hoffentlich ist jetzt kein Lockvogel. Oh, danke, Glass. 4-2, gut, Frau Frost ist auch gestorben. Achtung! Hier ist noch jemand. Was? Mann, ich fass es nicht. Hab ich's nicht bekommen, ey. Zwei verteidigen. Läsion hat kein dickes Visier, hat Frau Frost auch nicht. Hm. Krabbschwart auch kein dickes Visier, aber wir haben hier sehr viel Freiheiten auf dieser Karte. Ellenlange Wege, fast schon ellerlange Wege und ja, viele, viele Räume, das ist eine sehr große Karte. Anders als Haus. Okay, ich mache oben wieder zu. Gegnerdrohne hat die Geisel lokalisiert. Auf Angriff vorbereiten. Ach, 2-2 steht's gar nicht. 2-1. Ja, Mensch. Nicht die Drohnen zu kaputt machen. Hier war gerade eine Drohne zu hören. Na, eher hier. Wenn ich mich zurückziehen sollte an dieser Ecke, werde ich mich hier hinten wieder neben die Pflanze da wahrsorgen. Eigentlich muss das jemand anderes machen. Ich muss eigentlich gleich los. Zumal man eh nicht viele markieren kann. Wenn da jemand vorbeirennt, dann am ehesten hier rechts. Na, hier wird schon geschossen. Danke fürs Verraten. Ich hätte da nicht hingeguckt. 3 sogar markiert, das muss reichen. Ich dampf ab. Nicht in die Schusslinie des AVS geraten. Ich gehe mal Richtung Keller. Das Gute ist, dass hier keine großen Fenster sind. Da kann ich nicht groß gesehen werden bei diesem Treppenhaus. Anders als da, da haben wir so viele Fenster oben. Ich habe die Hoffnung, es kommt oben jemand rein. Bibliothek oder so. Feindlicher Scan steht an. Ich starte die Uhr. 5-4, klingt gut. Das war Vector Mira. 4-4. Ich glaube, die kommen hier oben nicht lang. Oh oh. Ich gehe in den Keller und zur Garage.
Haben die Chakal? Wissen wir nicht genau. Nur noch zwei. Ich muss gleich zur Geisel, ansonsten ist das womöglich. Schnell. Schicken Sie es aus. Lassen Sie nur. Ein Gegner verbleibt. Da, die haben Chakal. Alle Gegner eliminiert. Das war herrlich. Er war halt voll markiert. Oh Mann, das war astrein, das war ein gutes Gespür. Hatte ich ein Glück, dass ich da unten lang bin. Vor allem, wie Hammermann auch gar nichts geschnallt hat. Ach, ich mag das Spiel. Herrlich. Es ist wundervoll, wenn ein Spielzug so gut funktioniert. Das ist sehr, sehr befriedigend und damit bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, tschüss. Und Treffer versenkt.